Wir starten in die nächste Season. Das Bacon spielt heute Daisy Standalone in der Alpha-Version 0.3 Schinkenbrot. Du bist irgendwo gespawnt und ich bin, wer hat's anders erraten? Ich hab Dinosaur. Gespawnt, Nils, schau auf meinen Bildschirm. Dinosaur Droppings? Du bist bei den Bömmels da gespawnt. Genau, das heißt, ich bin südlich von Tscherno gespawnt. Okay, ich bin hier bei so einem Parkhaus gespawnt. Das heißt, du bist auch in Tscherno. Ist das eine Gegend oder ist das so ein State of Mind? Ich bin auch eine Frau übrigens, mit schwarzen Haaren, wie meine Mutter. Nee, ich bin ein Asiate, glaube ich. Ja, Rollen getauscht oder so ähnlich. Ja, wir treffen uns in Tscherno, würde ich sagen, weil da sind wir beide am nächsten. Ich bin direkt durstig geboren. Ja, überrascht? Wo soll ich denn dann hin? Nimm doch einen Schluck. Kann ich erst noch in das Parkhaus gehen und können gucken? Können wir, ich muss ein Stück laufen noch. Gut. Bin ich denn da, wo ich bin doch woanders, ich bin doch nicht da, wo ich hin soll, oder? Ja, geh ruhig dahin, wir treffen uns dort. Was hältst du eigentlich von dem? Hier bei dem Parkhaus ist dort, oder was? Ich sehe das Parkhaus nicht, ich muss erst noch ein Stück laufen. Ach, ich dachte, du weißt alles immer. Also, wo ich bin. Hier ist ein Parkhaus und da hinten ist irgendwo ein Hafen. Also, da, wo der Schornstein ist, ist, glaube ich, Elektro. Das heißt, du musst gern Süden laufen See links von dir haben. Okay. Dann mach ich das gleich. Aber ich gehe vorhin ins Parkhaus, wenn es recht ist. Mach das ruhig, weil hast noch ein bisschen Zeit. Das ist schön, das freut mich. Ich mag Zeit. Aber ich wollte dich was fragen. Dann frag mich was. Wie hast du die letzten paar Folgen Let's Play Daisy Standalone von Das Bacon in Erinnerung? Genauso wie ich jetzt den Anfang dieser Folge in Erinnerung habe. Ich sehe ein Haus, laufe drauf zu und gucke, ob da was drin liegt. Wie zum Beispiel dieser Baseballschläger. Ich habe auch ein Baseballbett gefunden. Was für ein Zufall. Man könnte auch auf meinen Bildschirm starren. Dann nehme ich das auf und irgendwann fange ich an zu bluten. Und dann ist auch schon Schluss. Und irgendwann, eine Viertelstunde später sterbe ich dann. Ich habe tatsächlich ein Kitchen Knife gefunden. Kann es nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. So habe ich das in Erinnerung. Ja. Hast du dir schon eine Folgefrage überlegt? Ja. Was hältst du davon, wenn du jetzt schon eins deiner Kleidungsstücke, hier war ein Spieler, ausziehst und es direkt zu Bandagen umwandelst? Okay, zum Beispiel mein T-Shirt. Mein T-Shirt. Das hat bei mir zumindest direkt funktioniert. In einen leeren Inventar-Slot. Ja, das würde bei mir auch gehen. Und dann split into Rags. Ja, ich zerriss es. So, und mit diesen Rags kannst du dich dann entsprechend der Anzahl oft verbinden. Das ist gut. Tipptopp. So, jetzt wollte ich aber noch hier hochgehen. Unsere Überlebenschancen sind nun circa 1,7% gestiegen. Hast du das kurz ausgerechnet? Nein, ich habe das jetzt schlecht geschätzt, aber im Vergleich zu unseren letzten Sessions würde ich sagen 50% sogar. Liegt hier was unter der Treppe? Nein. Dann gucke ich mal hier oben. Ganz neue Etage zum Erforschen hier. Ist das ein Stein? Da muss ich mal kurz stehen bleiben und frei umsehen ändern, wa? Einmal nach rechts. Schau einmal nach links. Bleib ein Weilchen und hör zu. Lass mir das. Was liegt ich da? Komme so klar. Ein Stein. Den kann man wahrscheinlich nicht aufheben, der gehört zur Umgebung. Erstmal. Da werden sich so manche Programmer jetzt irgendwie die Augenbrauen zupfen vor Wut, aber das Umsehen lasse ich jetzt erstmal auf den Numpad-Tasten. Boah, bin ich sauer! Plöpp, 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 da gehen die ersten Augenbrauen raus. So. Ich bin ans Oben. Schau mich einmal um. Ist ja doch ganz schön. Schau auf meinen Bildschirm. Ganz schön. Und du weißt, wo ich hingehe. Du gehst auf ein Parkhaus zu, neben dem ein Kran steht. Das könnte dieses Parkhaus sein. Vielleicht siehst du mich kommen. Der Kran ist vor dem Parkhaus von dir ausgesehen. Ich müsste aus, ne? dem direkten Norden kommen von dir. Da so. Ja. Ist da so ein Haus bei dir? Sind wir auf demselben Server? Ich drück mal P. Doc McKay, ja, wir sind auf demselben Server. Das ist doch dieses Haus, auf das du gerade zuläufst, Ja, da laufe ich zu. Da müsste ich noch nicht vorbei sein. Ich müsste aber von dir aus links vorbeigehen. Ich guck mal kurz, ob hier noch was liegt oben vielleicht. Da, ein Rucksack. Top. Rucksack ist was Gutes, ne? Boah, passt da viel rein. Scheiß die Wand an, du. Hat sich gelohnt. Da ist ein Vogel. Ich dachte, es wäre ein Helikopter. Leicht verwechselt.
Was ist das? Ein Blue-Shirt. Ich seh dich immer noch nicht. Das wandle ich erstmal direkt in Rags. Ich komm mal wieder runter, ne? Mhm, komm mal runter lieber. So langsam. Ist besser. Ne? Ja. Sobald wir uns gefunden haben und wir nach Channel gehen, würde ich sagen, wir passen auf. Obacht. Was meinst du denn? Ich find's auch gut aufzupassen. Das spart Zeit und Nerven. Nee, Zeit nicht, aber Nerven. Aber ich find's echt erstaunlich, wie... Naja, obwohl wir bisher in... Wie oft sind wir gestorben schon? Zwei, dreimal oder sowas. Zweimal, meinst du? Zwei, dreimal, ja. Dann sind wir ja aus... Sind wir schon 60% wegen Zombies gestorben und 30% aus Menschenhand. Würde ich sagen, unsere Überlebenschancen sind nicht besonders hoch. Vergessen, worauf ich hinaus wollte. Du wolltest wissen einfach nur, wie oft wir schon gestorben sind. Ja, aber ich wollte ja auf irgendwas hinaus. Bist du schon? Da bist du ja. Ja, grüß dich, Mensch. Mensch, hier, Mensch. Rechts bin ich, Frau. Ah. Damn it, woman. Hi. Hey, what's up, man? Na? High five. High five. Sollen wir versuchen? Komm. High five. Patsch. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen in die Stadt und dann gucken wir mal, was passiert. Du bist ja auch eine Asiatenfrau sogar. Ja, passt eigentlich, ne? Können wir uns nicht verwechseln. Beide graue Shirts, beide Blue Jeans. Können wir uns nicht verwechseln. Ja, dann geh mal vor. Okay, Bitch. Du müsstest eigentlich mich verteidigen. Ich bin ja die Frau, ne? Ja, doch. Ich bin der mit dem Rucksack, ne? Okay. Ich muss sagen, diese Industrial Buildings, also genauer dieses hier, dieses Concrete Building, ne? Ja. Das erinnert mich immer so an Daisy Epoch, weil man konnte Daisy Epoch immer so nice Bases bauen. Und dieses Gebäude, aufgrund seiner, ich sag mal, sehr nackten Skeletur, sag ich mal so, hat sich immer so besonders gut geeignet für dieses modulare Base-Building aus Daisy Epoch. Stört dich das, wenn ich kurz hier reingehe und dir nicht hinterherlaufe? Ach, nein. Schon. Lass noch einen Sack, einen Schläger. Unten. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden, soll ich hier mitnehmen? Screwdriver, ja. Nö, lass ich liegen, habe ich eh keinen Platz für. Du hast einen Rucksack. Ich habe einen Rucksack, ja. Dann sag ja, das brauchen doch. Wir aber nicht, oder? Du bist mein Führer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Boah, ist der groß. Ah, ne, ist nicht so groß. Zwei Plätze. So, weiter geht's. Ja, gut. Oder? Lass uns zusammenbleiben. Ja, finde ich gut. Meine Rede. Was. Hier liegt ein Holzscheit. 5 Holzscheite. Firewood. Wir starten ein Feuer. Der stumme Beobachter. Mit dem Knüppel. Ja, ich überlege gerade, ob es vielleicht schlauer ist, immer den Knüppel draußen zu behalten. Komm, wir gehen mal in die lange Scheune hier gegenüber. Okay. Vielleicht finden wir dort noch was Nutzvolles oder Nutzloses, wer weiß. Zombies, da den Spieler. Echt? Knüppel raus. Guten Tag. Erstmal winken oder nicht? Ich verstecke mich hinter dem Ding. Der blutet. Sag hallo. Hallo. Also schreib hallo. Die steht hier einfach nur und blutet. Soll man die heilen? Jetzt ist sie umgefallen. Oh. Ich war das nicht. Können wir was machen? Die ist einfach nur umgekippt. Hör doch auf zu. Du hast nicht den Knüppel raus. Ich bin nur Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, die ist gar nicht mehr im Spiel. Aber die ist unconscious, ne? Ne, nicht mehr. Die ist bei mir wieder aufgestanden. Können wir da was schreiben? Hi. You. Ne, are. Sie schaut mich an. You. Okay. Jetzt legt sie sich hin. Kann ich die bandagen oder so? Wenn du Rags hast, ja. Müsste eigentlich. Also in Daisy Vanilla konnte man das. Mit Use nicht. Use machst du auf dich selbst, ne? Und wie mache ich das dann bei ihr? Das ist eine gute Frage. Ich pack die mal in mein Inventar. Aber sie schreibt auch nichts. Rechtsklick funktioniert nicht. Use, ne. Und Split also, Rags. Gut, die Rags nochmal splitten? Nö, nee, muss nicht. Sind das nur zwei Häufchen? Combine. Ah. Ja, Combine, dann stackst du die, glaube ich, einfach nur. Apply Bandage, soll ich? Ja, mach mal. Okay. Wir sind nette Leute. Das Bacon ist heute Abend nett. Das erste Mal, obwohl wir... Du kannst davon reden. Ne, ich eigentlich, ne? Ich wurde von einem Asiaten in den Kopf geboxt. Ja, das war ein ziemlich dunkelhäutiger Asiate auf jeden Fall. Aber das ist ja auch egal. Man kann sich ja nicht aussuchen, wer man ist. So, wie ist Ihre Reaktion? Wir haben Sie gebandaged. Ein fieser Typ einfach nur.
Ich setz mich mal hin. So lange. Die hat Angst, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall ein Bandage weniger, ne? Ja, da kam aber, da kommt immer noch Blut aus dem Boden. Aus ihr? Irgendwas blutet da noch aus dem Echt? Boden, ja. Sicher? Ja, da kam eben Blut, da aus dem Boden kommt da Blut. Soll ich nochmal schreiben? Weiß ich nicht, ich will das Shirt haben. Lass die mal töten. Nein, das ist assi. Soll ich nochmal bandagen? Ja, wir sind doch Asiaten. Okay, ich bandage die nochmal, ja? Mach mal. Okay. Warte. Soll ich mal ein Feuer machen? Geht das? Achte nur darauf, dass sie mich nicht totboxt, während ich die bandage. Weil das geht ja ziemlich schnell hier. Bisschen das Gefühl, die würden uns verarschen. You start to bandage unknown entity. Unknown entity. Interessant. Reißvoll Sack ist auf jeden Fall auf dem Server. Gibt's ein Spiel, der heißt Unknown Entity? Ich glaube nicht. Nee. Sergeant. You have successfully bandaged Lilgram. Unknown entity. Blutet die immer noch? Nö. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Happy now, bitch. Kann ich mal bitte was sagen, sonst boxt die tot. Lass doch einfach gehen. Das war die gute Tat für heute. You are welcome. Ist das assi oder sollte man das nicht sagen? Guck mal, hier sind neue, hier ist eine Hose. Ja, kann ich die haben, weil ich habe jetzt keine Bandages mehr. Hier ist eine Hose, die kannst du haben. Kannst du keep an eye on this girl hier und während ich die Hose hole? Ja, ich bin hier hinten. Hier okay. Ist die Hose. Aber guck mal bitte auf die. Ja, wenn ja. Die wegrennt, sag Bescheid. Guck auf die. Oh, hier ist auch eine Hose. Hier liegt auch noch was hinten. Nehme ich mit. Da möchte ich ja mal ein neues Shirt, ne? Was ist das? Grüne Hose. Ach, möchtest du das, ja? Eine grüne Hose mit einer Taschenlampe drin. Das ist bestimmt die Hose von der da hinten. Die hockt immer noch da. Das ist bestimmt ein Bot. Na, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die ist auf jeden Fall garbage, die Hose. So. War da eine Hose, hast du gesagt? Ja, zwei Hosen. Eine grüne und eine blaue. Eine Hose brauche ich nicht. Sollen wir weiter mal gehen, da Richtung Schornsteine? Ja, finde ich gut. Oh, eine Mütze. Das ist schon mal meins. Ich habe eine Cap gefunden. Ich habe jetzt eine Mütze an. Gut. Wo bist du denn? Hier, so. Links von dir. Du bist gerade durch die Wand gesprungen, jetzt bist du zurück. Ah ja? Die ist immer noch da, Tatsache. Was macht die denn da? Ja, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich aus dem Spiel geflogen. Komm. Glaube ich gar nicht. Lass die doch einfach da sitzen, wenn die nicht will. Ja, ist ja gut. Mein Gott, hier ist ein Helm, falls du ihn haben willst. Nee, Helme finde ich doof. Ja, die hat nicht. Wahrscheinlich eine Schockreaktion und hat sich dann ausgelockt oder so. Ja. Und Alt F4 oder so. Achso, okay. Ich dachte gerade, dass irgendwas passiert. Nein, ich wollte es dir nur demonstrieren. Okay, das nächste Mal, wenn ich so ein Geräusch mache, weiß ich Bescheid. Ey, warte auf mich. Ich will keine 5 Meter entfernt sein von dir. Dann geh du doch einfach vor. Okay. Okay. Lass doch einfach gemütlich zusammen joggen. Wenn jemand schießt, rennen wir. Musik